haben auf meiner Seele hinterlassen. Einige von ihnen werden mit der Zeit verschwinden. Einige werden verblassen und einige werden für immer da sein. Nur weil ich viel nachdenke, heißt es oft, ich wäre ängstlich. Aber das ist es nicht. Es ist nur, weil ich mich um andere Menschen sorge. Passend dazu habe ich was gefunden, was mir aus der Seele spricht. Die 4 indianischen Gesetze der Spiritualität. Das erste Gesetz sagt: Die Person, die dir begegnet, ist die richtige. Das heißt, niemand trifft rein zufällig in unser Leben. Alle Menschen, die uns umgeben, die sich mit uns austauschen, stehen für etwas. Entweder um uns zu lehren oder uns in unserer Situation voranzubringen. Das zweite Gesetz sagt: Das, was passiert, ist das Einzige, was passieren konnte. Nichts, aber absolut nichts von dem, was uns geschieht, hätte anders sein können. Nicht einmal das unbedeutendste Detail. Es gibt einfach kein: Wenn ich das anders gemacht hätte, dann wäre es anders gekommen. Nein, das, was passiert, ist das Einzige, was passieren konnte und musste passieren, damit wir unsere Lektion lernen, um vorwärts zu kommen. Alle, ja jeder einzelne der Situationen, die uns im Leben widerfahren, sind absolut perfekt. Auch wenn unser Verstand, unser Ego sich widersetzen und es nicht akzeptieren wollen. Das dritte Gesetz sagt: Jeder Moment, in dem etwas beginnt, ist der richtige Moment. Alles beginnt genau im richtigen Moment, nicht früher und nicht später. Wenn wir dafür bereit sind, damit etwas Neues in unserem Leben geschieht, ist es bereits da, um zu beginnen. Das vierte Gesetz sagt: Was zu Ende ist, ist zu Ende. So einfach ist es. Wenn etwas in unserem Leben endet, dient es unserer Entwicklung. Deshalb ist es besser, loszulassen und vorwärts zu gehen. Beschenkt mit den jetzt gemachten Erfahrungen. Wenn dieser Text dir heute begegnet, dann deshalb, weil du die Voraussetzungen erfüllst und verstehst, dass nicht ein einziger Regentropfen irgendwo auf dieser Welt aus Versehen auf einen falschen Ort fällt. Lass es dir gut gehen. Liebe mit deinem ganzen Sein. Sei glücklich ohne Ende. Jeder Tag ist ein geschenkter, glücklicher Tag. Jeder von uns hat die Kraft, sein Leben zum Besseren zu verändern. Und warum nicht sofort damit anfangen?